So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im wunderschönen Kempten im Allgäu und gucken uns mal die Firma Abt Sportsline an. Daniel wartet schon auf uns, der zeigt uns den Bums mal. Das sieht ziemlich groß aus. Ich sehe auf jeden Fall schon mal mindestens zwei von den alten B5. Ich glaube STW war das damals, sind die damit gefahren. Ich hoffe, jetzt sage ich nichts Falsches, aber Daniel wird es uns bestimmt gleich erklären. Ich würde sagen, ihr kriegt erstmal einen kleinen Porn und dann sehen wir uns drin. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben das ja gefühlt schon bestimmt 20 Mal geplant gehabt, hat aber irgendwie nie mit uns beiden funktioniert. Nein. Das Ganze hat mit dir nicht funktioniert. Ich komm nächste Woche. Ich komme übernächste Woche. Wir hatten so oft geplant. Jetzt muss man dazu sagen, genau hier in Kempten, was ja irgendwie so zwischen München und Stuttgart ist, ne? Das ist nicht so die Strecke, wo wir normalerweise immer so vorbeikommen. Ne? So, eigentlich kommt niemand hier vorbei, wenn er nicht gerade nach Kempten ist. So. Aber jetzt hat sich das perfekt gepasst. Ja. So, ja, erzähl mal, wir sind hier in der Abt-Zentrale. Genau. Erstmal, was ich extrem cool finde und extrem feier, das Abt-Logo sieht seit dem ersten Tag fast identisch aus, ne? Das wurde kaum verändert, oder nicht? Also es hat sich schon ein bisschen verändert. Ich glaube, hier kann man es ganz gut sehen. Es war damals bunt. Ne? Also das Grundlogo war gleich und auch hier in der Firma, ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, war unsere erste Bar, die war wirklich bunt, also waren die Stühle, glaube ich, gelb und die Tische rot und also das waren eigentlich die Farben, so, ne? Dieses Gelb, Rot und so weiter. Das heißt, es war dann Ende 90er Jahre oder so wahrscheinlich, ne? Genau, also 91 wurde die Firma, also die Firma Abt Sportsheim, wo wir jetzt hier sind, wurde gegründet, nicht der Teil, in dem wir jetzt stehen, also es ist ja so ein Turm, der kam später, der wurde Anfang 2000 angebaut, aber der Bereich hier vorne, das ist quasi das Originalgebäude. Es war auch von außen tatsächlich gelb, rot, blau. Also es war bunt. Also was auf jeden Fall schon mal krass ist, ich glaube, dass viele Externe das wirklich unterschätzen, wie groß das hier ist. So, hast du es dir kleiner vorgestellt? Ja, also ich habe es mir weltenkleiner vorgestellt. Als ich mich dann so ein bisschen informiert habe, habe ich schon gedacht, boah, das ist ja ganz schön groß. Aber dass es so groß ist, das ist ja schon... Ja, es ist schon ein Apparat. Ne? Also wir sind Firma Abt Sportsline selbst, hat 140 Mitarbeiter. Mhm. 30 davon im Motorsport, 110 fürs Tuning-Geschäft, also sprich Werkstatt, Entwicklung, Verkauf, Buchhaltung, was dazu gehört. Und mittlerweile haben wir auch noch eine E-Line, das ist aber nicht hier, die Elektrofahrzeuge baut und das sind nochmal 65. Mhm. Und dann habe ich noch ein kleines Team mit 4 Leuten. Krass, also in Summe über 200 Leute. Ja. Das ist schon groß.
Gibt es einen anderen Tuner, der so groß ist? Brabus? Brabus ist größer. Ja. Also ich war ja bei Brabus auch selber mal neulich. Da war ich dann wieder geflasht, wie groß das ist. Die sind riesig. Aber ich glaube, ansonsten nicht sehr viele. Ja. Wir wollen jetzt nicht die ganze Firmengeschichte einmal von null wieder aufkrempeln, aber so in 2-3 Sätzen, wie wird es selber erklärt? Ich meine, du wirst es schon etliche Male erklärt haben, aber der eine oder andere wird es bestimmt nochmal hören wollen. Also gut, wir sagen immer, uns gibt es seit 1896. Das ist natürlich eine sehr lange Historie, hängt damit zusammen, dass mein Urgroßvater damals Kutschen modifiziert hat. Also das war so die Anfänge des Tunings, wenn man so will. Das war ja damals das Fortbewegungsmittel. Hat die für den Schnee tauglich gemacht, sieht man jetzt hier. Ja, da braucht man ab und zu mal auch Kufen. Danach war es ein klassisches Autohaus mit einem kleinen Teil-Tuning. Das war mein Großvater, der das gemacht hat. Und 91 eben ist dann das hier entstanden, die Firma Abtsportstein selbst. Ja, und seitdem machen wir eben Tuning, aber eben auch Motorsport. Ne? Also das, was wir jetzt hier sehen, ist auch ein wirklich großer Teil der DNA. Motorsport. Ist es dann direkt damals 91 aus dem Motorsport entstanden? Oder eher als Tuner und dann in den Motorsport gegangen? Beides. Also es ist damals, wir können, wenn du willst, da vorgehen, da sind nämlich die Anfänge im Motorsport. Es ist damals als Tuning-Unternehmen entstanden, aber zu dem Zeitpunkt hat man auch gesagt, man macht jetzt Motorsport und hat die ersten Autos quasi gekauft. Weil das ist extrem krass. Wir waren bei Drexler als auch bei Wichers. Ja. Da war es in beiden Fällen auch so, dass irgendwie durch den Motorsport dann irgendwann so diese Firma entstanden ist. Ja. Und das finde ich einfach, das würde es heute, glaube ich, gar nicht mehr so geben. Wenn du überlegst, so die aktuellen Tuning Leuten, die so anfangen und so, die sind ja schon extrem weit vom Motorsport weg. Komplett. Ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, heutzutage noch im Motorsport anzufangen, ne? Weil Motorsport so teuer ist, so komplex, auch leider kein aufstrebender Sport aktuell. Und deswegen glaube ich, einfach nur zu sagen, ich mache ein Motorsportteam, ist extrem schwer und lohnt sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. So, und jetzt heute, 30 Jahre später, seid da immer noch, ja, also gefühlt sieht man heute extrem viele Komplett-Umbauten von euch. Genau. Also wirklich, was dann eure eigenen Autos sind, ja. Sehe ich zumindest mehr als jetzt gezielt einzelne Tuningteile oder so. Ja, das hat sich komplett verändert. Also früher war unser Geschäft Spoiler verkaufen, selbst Aufkleber. Mein Dad erzählt mir heute noch so davon, von diesen Klecks haben die das genannt. Das war wie so ein Farbkleck-Sticker, der haben die tausendfach Sticker verkauft. Ja, das war die erste Motorshow-Zeit und so. Und genau, ja, das war so das Geschäft, ne? So katalogmäßig hier, du kannst was, wir verschicken 500 Spoiler nach Japan oder was weiß ich was. Aber das Geschäft an sich hat sich halt komplett verändert. Wir sind natürlich auch, sag ich mal, mit der Marke, sag ich mal, haben uns natürlich auch verändert, sind natürlich jetzt auch hochpreisig, werden ja auch als sag ich mal, so als, will man sagen, so ein bisschen auch als Luxus-Brand wahrgenommen. Ne? Das ist natürlich schon eine Marke und jetzt mittlerweile ist das Geschäft einfach nicht mehr einzelne Teile, sondern gesamte Umbauten. Ja, ne? Also zum Beispiel ein RS6 wird dann zu einem limitierten RS6, er kriegt ein komplettes Carbon-Paket, kriegt ein Fahrwerk, kriegt Leistung, kriegt Interieur. Jeder Kundenwunsch wird erfüllt. Also das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Ich denke mal aber auch, dass das Ganze natürlich auch von deinem vierköpfigen Team so ein bisschen profitiert, dass natürlich marketingmäßig das schon noch in eine extrem frische Richtung so geht. Ne? Wir geben uns natürlich Mühe. Finde ich schon, dass man das so behaupten kann. Ja, also ich finde halt einfach, ne, das ist so, ich glaube nach außen hin, sobald du ein bisschen größer bist als Firma, bist du sehr unnahbar. Und gerade so die man verliert so ein bisschen die Leute in der Basis, die denken dann, ah, die sind jetzt da abgehoben, weil die haben jetzt hier 5 Stockwerke so ungefähr. Aber ich glaube, ich will eigentlich immer nur zeigen, hey, wir sind da irgendwie, das ist ein eingeschworenes Team, ne? Wir sitzen immer noch im Allgäu, wir haben immer noch unsere Wurzeln und wir machen eigentlich nichts anderes, nur dass es sich halt natürlich anpasst. Und mein Dad natürlich zum Beispiel jetzt auch, muss man auch dazu sagen, wenn der mit 30 eine Firma gründet, ist man ja auch ein anderer Mensch als mit 50 oder 60. Ja, so, und Zeiten ändern sich und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man irgendwie sich verändert. So, wir müssen auf jeden Fall auf ein Fahrzeug von euch nochmal eingehen. Hier irgendwo finden wir bestimmt irgendwas. Was ist dein beliebtestes? Habe ich schon mal gefragt. Ne? Du meinst das Straßenfahrzeug? Genau, Straßenfahrzeug. Ja gut, aktuell würde ich sagen RS7R, aber generell das beliebteste Fahrzeug für uns ist der RS6R. Ich werde es nicht vergessen, wie wir Bilzerberg gefahren sind. Wir dachten ja beide so, mal gucken, ob das Auto das so kann, weil ist halt schon, wie du sagst, halt eigentlich ein Straßenauto mit den Riesenfelgen und so weiter, aber hat er doch richtig gut gemacht, ne? Wenn wir beide... Ja, also beide die Bremsen waren schon am Glühen auf jeden Fall, Das ist schon ein Schiff, aber ja, hat geballert. Bockt schon. So, okay, das heißt, hier sind wir jetzt im Museum. Genau, hier sind wir im Museum. Das sind die Anfänge quasi von uns, nicht ganz die Anfänge hier, das ist schon ein bisschen später, das ist schon so um 99 herum, STW-Zeiten waren das. Das war quasi die Vorstufe zur DTM. Mhm. Ja, also das war damals, das waren natürlich viel straßennähere Fahrzeuge, wie man glaube ich sieht, wenn man jetzt ein DTM-Auto anschaut, wir können ja nachher mal noch eins sehen. Ich weiß auf jeden Fall, wo der Trend herkam, dass die Autos brutal tief sein müssen. Sind die so gefahren damit? Ja, ich glaube, der ist schon ein bisschen abgesackt, also das ist schon nicht mehr ganz so, es ist auch nicht mehr so viel Luft drin. Weil ich meine, eigentlich war es ja wahrscheinlich gewollt.
maximal tiefer Schwerpunkt, ne? Aber das ist schon grundsätzlich ja, aber zu tief im Rennsport ist, also bringt dir da auch nichts. Ne? Es ist cool für die Optik, aber nicht gut für die Performance. Normalerweise wäre ich ja jemand mit nur schwarzen Autos, der so ein Auto niemals feiern würde. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade als B5, wenn du hier reinkommst, bringt es einen schon irgendwie auf doofe Gedanken. Also ich sag dir ganz ehrlich, das war eigentlich bis heute, glaube ich, der größte Hingucker, dieses Gelb und so. Die Leute haben das immer gefeiert. Das hat man mit uns eigentlich verbunden. In der DTM, als wir angefangen haben, musst du dir vorstellen, da war ja Mercedes und Opel und wir als privater Hersteller. Es war kein Audi, es waren wir als privater Hersteller. Und im ersten Jahr gab es da die gelben Autos und die waren alle hinten. Du hast immer da das ganze Feld und hinten waren dann die gelben und sind nicht hinterhergekommen mit den TTs. Also wir können mal schauen, da drüben steht er. Komm, wir gehen mal, lass uns mal hingehen. Ja, also ich werde mir den B5 auf jeden Fall gleich in Ruhe nochmal genauer angucken. Das hier, das waren die DTM-Anfänge, ne? Also mit den TT-Autos sind wir damals gefahren. Und das als Privat. Und wir haben natürlich komplett auf den Deckel bekommen. Wir waren so die Gallier, ne? gegen die Römer. Keine Chance gehabt und haben dann aber 2002 mit diesem Fahrzeug, mit Laurent Aiello, die Meisterschaft gewonnen. Also wir sind DTM-Meister geworden. Wir haben als privates Team einen Hersteller wie Mercedes geschlagen. Also das ist, wenn ich meinen Dad frage, ist bis heute noch so das Highlight, das Schönste, was hier passiert ist. Wenn man sich überlegt, bei anderen steckt wahrscheinlich alleine ein Entwicklungsteam von nur 100 Leuten hinter der DTM so ungefähr. Ne? Vollgas. Ne? So. Und hier hat man mir halt, ich kenne es ja aus Erzählung, ich war damals sehr jung, hier hat man mir gesagt, wir haben ja nicht mal irgendwie eine Teststrecke gehabt. Da sind die mit dem Eimer nachts hier raus und sind mal die Autobahn runtergefahren, um zu schauen, ob der Motor ordentlich läuft. Ne? Also kann man sich heute alles nicht mehr so vorstellen. War aber damals gang und gäbe und auch eine coole Zeit, glaube ich. Das heißt, auch hier ist alles damals von euch gewesen. Ja. So, das heißt wirklich, Papa hat sich richtig überlegt, der Spoiler, die Verbreiterung, wurde die Diffusorfusion unbedingt noch an der Stelle. Genau, wurde bei uns konstruiert. Wir hatten natürlich auch Support von Audi, das muss ich schon sagen. Den Motor haben wir jetzt nicht selber gebaut, sondern hatten natürlich schon Support. Aber der Aufbau von den Fahrzeugen, alles war hier in-house. Ne? Die Konstruktion, die Abstimmung haben wir alles selbst gemacht, bis dann die Phase losging. Ne? Das war dann mit dem A4, das war dann quasi der Switch von Privatteam, da kam dann Audi und hat gesagt, ey, DTM ist doch ganz geil, wir wollen doch mitspielen. Ja, ja. Und hat dann das als Werkseinsatz gemacht und wir waren Einsatzteam. Und das war dann 2004 das Meisterauto von Matthias Ekström. Sieht man auch irgendwie schon, das finde ich, ist noch der TT, ist noch, ich sag jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ein bisschen straßennah. Ja. So, ne, halt krass verspoilert, für die Rennstrecke passend gemacht. Ja. Wenn ihr jetzt hier reinguckt, Und der Fahrer, hier seinen Arm hinten raushängen lassen kann, weil er so weit hinten sitzt, hat das nicht mehr viel. Wobei eigentlich hat das gar nichts mehr. Nee, guck mal, das ist ja auch komplettes Carbon-Monocoque und so. Das ist komplett, ja. Also es hat heißt, es sieht eigentlich nur noch aus wie ein B6, ne? Wie ein A4, B6. Korrekt. Also das hat nicht sehr viel mit. Lief dann aber immer noch als Abt Privatteam, sag ich jetzt mal. Das war Audi-Werkseinsatz. Aber wir waren quasi das Einsatzteam für Audi. Ne? Da sind ja dann über die Jahre Einsatzteams hinzugekommen, Phoenix und Rosberg. Das waren dann drei Einsatzteams. Aber das war für uns auf Dauer gesehen einfach schlauer, als irgendwie zu versuchen, das selbst zu machen. Stehen die Autos hier einfach nur rum oder werden die ab und an noch mal ein bisschen bewegt? Die werden ab und zu auch mal tatsächlich bewegt, aber nur halt, damit die nicht komplett hier vergammeln. Mhm. Einfach mal gecheckt und immer mal wieder auch, ich glaube letztes Jahr haben wir mal alle komplett auch noch mal revidiert und gecheckt, ob da alles gut dasteht. Eigentlich müsste dafür die ganzen alten Hasen von damals mal so ein Update auf irgendeine Rennstrecke machen, weißt du? Ja, wir hatten früher. Wo wirklich alle eure Autos die ganze Zeit mehr so fahren. Ne? Ja, hatten wir hier zum Beispiel die Racing Series. Da war das hier wie so ein Eventgelände. Da war die Straße hier vorne abgesperrt. Und dann sind wir da mit DTM-Autos hoch und runter. Da waren Schanzen, wo irgendwie Motocross-Fahrer waren und so weiter. Es war relativ wild. Nur leider ist dann leider einmal ein Fahrer ganz leicht in die Zuschauermenge rein. Also, es war dramatisch, aber es war so in den Zaun. Der Punkt, wo dann. So. Weiß ja wieder nicht. Was zum Teufel ist das? Das gefällt dir nicht. Ich wusste, dass dir das gefällt. Das ist schon wieder so behindert, das könnte was von uns sein. Das haben wir damals selbst gebaut. Das war von SWR3, von dem Radiosender, war das so eine Aktion. Da ist man damit ein Rennen am Hockenheimring gefahren. Da haben wir so ein Rasenmäher umgebaut. Ich glaube, Opel hat noch einen umgebaut. Und dann sind die da am Hockenheimring rumgeheizt. Geil. Nur geradeaus oder im Kreis? Nee, die komplette. Richtig, den kompletten Kurs, also den kompletten Hockenheimring. Wie die DTM mitfährt. Also ist schon wild. Ja, man sieht ja hier Teile vom Kart, ne, komplette Kartaufhängung vorne, 30 Querlenker, alles, 30 PS, Alter. Alles aus dem Kart. Da muss man nur Kartmotor rein und gib ihm. Mähwerk drunter und Attacke, ne? Der Spoiler auch ganz wichtig, aber richtig Abtrieb war da auf der Hinterachse. War ruhig. Aber hier sieht man auch das alte Logo wieder mit den Farben, ne? So,
Okay, pass auf, wir müssen auf jeden Fall einmal ganz kurz zum B5 rübergehen. Ich muss einfach einmal in den B5 reingucken. Ja. So, erstmal muss ich gucken, ob hier steht, was das Ding damals gewogen hat. Nee, hier steht leider nichts. 99. Vierzylinder. Ja, muss ich dir vorstellen, ich meine 300 PS, so, ja. Da wird heute jeder lachen und sagen, hey, Rennauto mit 300 PS. Aber und auch nicht als Turbo, sondern als Sauger damals aufgebaut, ne? Ja. Das waren 300 Sauger PS. Ja, das war die alte Schule damals. Ich selbst bin sowas nie gefahren, aber... Wenn mich würde es mal interessieren. Ich könnte jetzt ja sagen, wir haben zufälligerweise unseren Wagen mit, weil wir haben sie tatsächlich mit. Jetzt kommt wieder hier der... Aber wir fangen jetzt nicht an, hier die Autos. Ich hole jetzt einen Kran, damit wir das Ding mal runterkriegen. Nein, ja, die können wir einfach nicht. So, weil mich interessiert jetzt mal einfach, was hier von wirklich noch so B5-Karosse ist. Da muss ich einfach einmal reingucken. Das ist originale Armaturen mit drin, ne? Hier sieht man jetzt so ein bisschen, ganz viele schreiben in meinen Videos immer, warum ich bei mir in die Limo keine Makronenscheiben reinmache, ne? Aber egal, wie gut du sie pflegst, du siehst halt schon immer, es ist halt Rennsport, ne? Das ist so eine Makrolonscheibe, da kommt halt mit der Zeit immer mal schnell ein Kratzer drauf. Ja, die schauen dann nicht gut aus. So, wenn einer mal allerdings ein bisschen, hat der natürlich auch ein paar Jahre verbunden. Ja, klar, aber es reicht, wenn einer mal ein bisschen dicker Finger drauf drückt und willst es wegwischen und schon ist der Kratzer drin, ne? Soll ich zumachen oder magst du mal reinschwitzen? Ja, ich muss unbedingt nochmal anmachen. Mach du mal. Guck dich aus. Krass. Eigentlich ein Tacho. Da, wo ursprünglich mal der Tacho saß, das ist eigentlich nur noch zu und der Tacho sitzt hier. Also auch hier sitzt der Fahrer schon deutlich, deutlich weiter hinten. Tjum, wir haben doch einen Tank reingebaut, ne? Mit den ganzen Leitern. Kommt nie wieder da raus, er wird jetzt da drin schlafen heute Nacht. Ja, das ist ja auch geil. Da drin ist noch, das waren noch nicht die Zeiten, wo du ein Display hattest, wo einfach alles drauf war, sondern du hast einen Drehschalter, wo du dann quasi weiter drehen musst, um dir anzeigen zu lassen, wahrscheinlich. Vermute ich jetzt einfach mal, ne? Weil da steht so Spannung, Tank und so weiter. Wo meinst in der Mitte der Drehschalter? Der große? Ich glaube, der ist dafür da, dass sie dir dann was anderes anzeigen. Die Anzeige, ja, aber das ist in der Tat sogar heute bei den Rennautos so. Echt? Ja, ja, die haben immer kleine Displays, wo es immer viele verschiedene Pages, wo du sagst, ey, ich will das sehen, ich will das sehen. Damit es nicht ganz so unübersichtlich ist. Ja, ja, das ist in der Tat heute noch so. Ich weiß, regt sich Marius immer drüber auf. Weil ich klatsche das Display immer mit 20 Werten voll. Ne? Und am Ende erkennst du keine einzigen Werte. Krass. Ja, cool. Ist unterm Strich tatsächlich noch eine B5 raus. Ich weiß noch, das waren noch die Zeiten, wo ihr mit dem Auto auch allen um Ohren gefahren seid, weil ihr erst mit Quattro wart, oder nicht, ne? Ja, 99, also mit dem Auto 99 sind wir Meister geworden. Ja. Tatsächlich nicht im Rennen selbst, da war so ein ganz krankes Finale, da wurden die also über den Haufen gefahren, irgendwie in der letzten Runde wir Meister geworden. Und dann gab es einen Fan, der hat das gefilmt, weil es gab keine Filmaufnahmen, hat ein Fan aber jemand das von außen gefilmt, wie quasi der rausgecrashed wurde, gibt es auch ein Video, kann man sich anschauen. Und dann wurde nachträglich die Meisterschaft anerkannt sozusagen. Weil ich glaube noch so grob, also das war ja, guck mal, da war ich 13, das heißt, da hat man gerade mal so das so ein bisschen mitbekommen. Ja. Aber ich glaube, ihr musstet auch so richtig Zusatzgewicht immer reinpacken, wenn irgendwann, weil die Quattro so schnell wurden. Ja, genau. Da gab es noch so Balance. Quadro Power. So Performance-Gewicht sozusagen. Ja. Ah, aber hier ist auch wieder die Leichtbaupappe drin. Krass. Da entgeht dir wieder nicht. Nee, die Carbonpappe sieht sogar eigentlich ganz gut aus. Ja, okay, da könnten wir uns jetzt auch Stunden aufhalten. Was können wir uns sonst noch machen? Lass uns mal hier ein Stückchen vorlaufen. Dann können wir mal. Also da vorne stehen zum Beispiel jetzt noch die Formelfahrzeuge, ne? Mit denen ging es eigentlich los. Das war das erste Rennauto. Das da hinten ist tatsächlich das erste Rennauto, was ich gefahren bin. Also das silberne, der Formelflitzer da. Ich wollte gerade sagen, das ist dann Formel 3? Formel 4. Formel 4. Das ist ein alter Formel 3. Die zwei sind alte Formel 3 Autos, aber das war ein Formel 4. Das ist ein Toro Rosso Showcar. Und genau, das ist hier quasi unser Motorsportmuseum hier oben. Ne? Das heißt, Formel 4 ist dann irgendwas so 150 PS oder so? Was hatten wir? 160, ja. Und Formel 3? Die haben um die 300. Also schon, ja. Die Sprünge sind dann schon immer noch mal krass. Ja, gut, ändert sich natürlich auch von Zeit zu Zeit. Damals war es weniger, heutzutage, glaube ich, jetzt haben sie sogar 400 schon. Um mal den Zuschauern so ein bisschen Gefühl für zu geben, wie so ein Formel 4 Auto noch fährt. Ja. Angenommen, du würdest das Formel 4 Auto und dann GT2 RS auf den Bilzer Berg fahren. Ja, der wär nicht viel langsamer. Ist echt nicht viel langsamer, nee. trotz nur 150 PS. Nee, also ich bin ja sogar, ich glaube, du bist sogar schneller. Kommt drauf an, aber da Bilzer Berg sehr kurvenreich ist, das Wichtigste ist nicht die Leistung oder sonst irgendwas, es ist Gewicht und Handling. Und die Dinger sind so leicht, die wiegen nichts. Du hast 500 Kilo, das ist Spielzeug, ordentliche Reifen drauf, da geht schon was. Ne? Geht was, ne? Aerodynamik, ja. Und gib ihm. Das ist schon unterschätzt man immer. Ne? Das ist verdammt schnell einfach. Das ist, deswegen, wenn man dann so mit 16 Jahren oder 15 Jahren sowas fährt, dann denkst du ja auch so, was passiert jetzt hier? Bist du durch fürs Leben eigentlich gleich. Ne? Brauchst du unter GT2 RS gar nicht mehr auf Rennstrecke fahren. Ja, das ist doof, klingt aber selbst. Also es ist was ganz anderes auch vom Feeling her, ne? Muss man dazu sagen. Eine letzte Frage. Ja. Das Coupé. Ja. Das muss ja theoretisch vom Zeitalter davor gewesen sein. Das war davor, ja. Das war, glaube ich,
95, 96. Mhm. Auch, aber war auch STW, also das war es vorhin auch. Genau. Ja. Sonst haben wir hier halt unseren Showroom, also das hier ist ja das Museum. Hier ist der Showroom, ist halt jetzt, ja, in der jetzigen Zeit nicht so viel los. Da stehen halt entweder Kundenautos, die dann ausgeliefert werden, oder Showautos. Vorne stehen ja auch noch ein paar. Ja, und hier. Ja, auf jeden Fall schon mal an der Stelle auch nochmal mega Dank, dass wir das überhaupt machen können hier. Gerade bei euch in Bayern. Ja. Ich denke mal, wir werden auch gleich, wenn wir hier ein bisschen durch ich nenne es jetzt mal Werk laufen werden, auch eine Maske aufsetzen. Ja, ja, auf jeden Fall. Bis wir dann wieder unter uns sind, dass wir wieder zu zweit reden können. Das heißt, Museum und die aktuellen Autos. Genau. Na ja, dann können wir da durchgehen und dann zeige ich dir den Rest. Ja, mittlerweile ist ja alles für mich. Das ist aus meiner Zeit in Wolfsburg, mein Trikot. Das ist natürlich mal eine krasse Farbe hier. Ja. Servus, servus. DTM 2019. Oh, krasse Rekorde, Alter. Ja. Haben wir schon ein paar. Ah, Alter, okay, das ist natürlich mal. Das ist. Aber hier wird auch gearbeitet, oder ist das... Hier wird nur vom Boden gegessen. Das ist so sauber, da kannst du hier ganz so vom Boden... Oder ist das ein reiner Ausstellungsraum hier? Nee. Nein, das ist hier wird gearbeitet, ja. Aber es ist einfach vom Standard her, muss es jeden Tag hier blitzeblank aussehen. Und das riecht alleine schon. Ja, es ist für jeden Tag hier alles... Also es ist wie im OP-Saal. Es muss einfach, wenn du auf einem gewissen Level im Motorsport agieren willst... Und das ist halt das, was ich meinte, das sehen die Leute halt nicht. Ne? Selbst wenn sie im Fernsehen ein Up-Team sehen, denken die halt so... Also sitzt halt Daniel und fährt das Auto so ungefähr, ja, ne? Und nicht, dass das schon da alles so hier... so viel dahinter, so viele Leute und ja, das ist schon gewaltig. Ne? Und jetzt haben wir halt hier, das sind Showcars tatsächlich, also die sind nicht fahrbereit, das ist auch mal ein DTM-Showcar. Einmal das Formel 1-Auto, Marussia. Bei dem Showcar heißt aber, das war mal ursprünglich ein originales Auto oder ist das wirklich von vornherein aus, ich sag jetzt mal, alten Teilen zusammengebaut? Teils, aber ich glaube, das ist nur für Ausstellungen, also das ist nichts drunter, also nichts drin. Das definitiv, das ist wirklich nur zur Show gebaut. Und der glaube ich sogar auch. Also, es sind einfach Show. Du siehst allein am Lenkrad. Entschuldigung, das Lenkrad. Ne? Ja, okay, das ist ein Bild. Alles klar. Das ist. Boah, aber guck mal, wie eng das dann eigentlich immer für die Beine und so ist. Ne? Mhm. Das ist schon krass. Ist schon mächtig, ja. Das ist schon ordentlich. Und das ist halt die LMP1. Mhm. Ich freue mich richtig auf den Ton mit diesen Schuhen gerade. Ja. So, das sind aber seine schon. Ja, das sind wir ja hier. aber der ist ja bis vor kurzem noch gefahren, ne? Ja, jetzt ist genau der, wo ja bis 2. Wann war der Audiostieg 2018? Ich hätte jetzt auch gesagt 2018. 2018, ja. 2018. Ja. Das heißt, wie muss ich mir das dann vorstellen? Was genau habt ihr als Abt-Team an dem Auto dann gemacht? Tatsächlich gar nichts. Mit LMP1 hatten wir gar nichts zu tun. Das Auto steht hier, weil mein ehemaliger Teamkollege in der Formel E steht auch hier drauf, der Lucas Di Grassi, der hat die Dinger gekauft. Hat sie aber gekauft und dann war so, ich weiß gar nicht, wie ich die nach, wohnt in Brasilien und Monaco, wo ich hier hin tue und wie auch immer. Und jetzt sind die hier quasi zwischengelagert, weil der ist damals Formel 1 gefahren, also war sein Formel 1 Auto, das war sein LMP1 Auto und das war unser, sage ich mal, Formel E Auto. Deswegen, der hat es gekauft und jetzt steht es hier. Mit dem Le Mans Einsatz hatten wir gar nichts zu tun. Das ist ja eigentlich genau deine Baustelle, Maxi, ne? Er ist ein richtiger Formel 1-Fan. Ja? Ja, jetzt du übertreibst immer so. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Plan. Alles. Ich auch. Ich bin schon auch Formel 1-Fan. Ne? Also, man muss auch sagen, die neuen Autos sind schon noch mal ein bisschen größer. Das ist ja die Vorgeneration. Ne? Damals ist ja noch V8 gefahren, nicht kein Hybrid. Würde Maxi überhaupt reinpassen? Ist schwer, es ist verdammt eng. Also du hast schon Probleme, selbst für mich ist es schon eng. Ne? Also die meisten Formel 1-Fahrer sind so 1,60 und gleich geht schon irgendwie. Musst du für deinen Einsatz nächstes Jahr doch nochmal abnehmen. Ja, es ist echt krass. Also, auch hier, ne? Du musst ja allein mal das Sichtfeld. Ja, ich habe da Erinnerung, das ist wirklich... Ich habe im Porsche-Museum mal mich in einen reingesetzt. Ach, erst mal, ist krank, ne? Also, du kriegst Platzangst. Genau, du kriegst Platzangst. Ne? Und wenn du dann noch überlegst, dass du so schnell, da würde ich persönlich mich dann doch in so einem offenen Wohler fühlen irgendwie. Ja, tue ich auch. Also ich bin ja einmal in Le Mans gefahren, jetzt nicht mit dem, aber auch mit so einem LMP1. Das ist verrückt. Das ist komplett verrückt. Du fährst da 350, die gerade runter, so, dann denkst du, okay, alles klar, was passiert hier? Welches Auto würde dich am meisten reizen, nochmal mitzufahren? Also einmal von euren Autos aus der Sammlung und einmal generell von allen Autos? Das ist immer so eine schwierige Frage, wenn man eigentlich alle Autos schon gefahren ist.
Nee, ich bin ja gar nichts gefahren. Von den historischen bin ich nichts gefahren. Also ich würde mal sagen, von den historischen hätte ich schon mal Bock, so ein STW-Auto zu fahren. Mhm. Weil DTM kenne ich, so ein STW bin ich nie gefahren. Ich glaube, es würde mich nicht flashen im Sinne von, es fährt sich krass, aber einfach um mal dieses Feeling zu haben. Und noch richtig Arbeit wahrscheinlich. Genau, da zu arbeiten und zu ackern, glaube ich, ist cool. Von denen, die jetzt hier stehen, würde ich sagen, tatsächlich der. Mhm. Also ich bin einmal einen kurz gefahren in Neuburg, aber das war nur so ein Rollout. Ja, fahr bitte mal kurz und schau, ob das Ding geht. Das ist schon mächtig. Schon eine Nummer, ne? So, und das war der VWE. Das war mein VWE. Das war die Generation 1. Jetzt schauen die Autos ja anders aus. Was ich nach wie vor finde, ist, es passt irgendwie nicht mit diesem profilierten Reifen. Ja, so, ne? Also. Ja, das ist aber bis heute reglementmäßig so. Ja, ich verstehe es. Allerdings sage ich dir ganz ehrlich, die Show wäre viel schlechter, weil wenn du einen Slickreifen hast, hast du mehr Grip. Mhm. Mehr Grip bedeutet, Autos einfacher zu fahren. Mhm. So, mit denen ist es sehr schwer. Du verbremst dich leichter und so weiter. Und noch dazu geht es halt auch um Nachhaltigkeit bei der Formel E im Sinne von, hey, ein Slick fahre ich da 10 Runden, dann ist er am Arsch, muss ich 9 aufziehen. Und so kann man halt viel, viel weniger Reifenverbrauch. Das heißt, wie viel Reifen habt ihr immer so gebraucht? 2 Satz am Rennwochenende. Okay, das ist ja wirklich nichts. Ja. Weil es ist immer so, ich fand immer, wenn ich so ein Formel E-Auto sehe, auch das die Felge recht groß ist, der Reifen recht klein, das ist ja auch so komplett konträr. Ja, wobei jetzt ist ja das neue vom Airbus ja geschlossen. Mhm. Also dann siehst du den auch gar nicht mehr so. Dann ist es, finde ich, okay. So, dann fällt es gar nicht so auf. Ja. Aber in den Generationen, vor allem was ja auch für eine Mini-Bremse hinter ist, weil es das Auto einfach gar nicht gebraucht hat. Ne? Der wird wahrscheinlich so über den E-Motor so krass bremsen. Du bremst schon vorne, aber du bremst wirklich das meiste über die Rekuperation. Kannst du das selber während der Fahrt beeinflussen? Also, alles. Du kannst schon selber ein bisschen rumspielen. Du kannst die Rekuperation komplett verstellen. Du kannst das Mapping, du musst dir überlegen, wie will ich das Mapping haben, weil du hast ja nicht so eine, ich sag mal, nicht so eine Hilfe im Sinne von alles wird gesteuert und ist safe, sondern ich weiß noch, die ersten Male, als wir das ganz neu war, das Thema, und ich kannte ja auch keine Rekuperation, da waren wir in Donington, hat es geregnet. Und da war es wirklich so, du hast die Bremse nur berührt und der hat hinten halt gemacht und dann hast du dich mal 360 Grad gedreht. Aber der rekuperiert dann nur, wenn du auch die Bremse trittst und nicht jedes Mal, wenn du vom Gas gehst? Nee, gar nicht jedes Mal, wenn man vom Gas geht, weil das ineffizient ist. Das machen Straßenautos zum eigentlich Laden, um... Ja, die Straßenautos haben das, weil es ein Tool ist für den normalen Autofahrer zu rekuperieren. Wenn aber jeder, sag ich mal, auf einem gewissen Level wäre, wäre es viel sinnvoller, also so wie hier, zum Beispiel dann hier, ich abmachen, das ist festgemacht. Wir haben hier einfach einen Hebel quasi, wir ziehen einen Hebel und dann rekuperieren wir, wenn wir das wollen quasi. Ah. Ne? Weil wenn du immer automatisch rekuperierst, bremst du ja immer gleich wieder ab, was ja nicht immer sinnvoll ist. Ne? Also ein normales Coasting ist effizienter, wie einfach nur abbremsen und Energie zurück. Aber klar, es ist natürlich in dem Fall was ganz anderes als ein normales Auto mit einer normalen Bremse vom Fahren her. Ne? Ja, zumindest von der Kopfsache. Vom Verständnis her, ja klar, weil du bremst hinten gar nicht mit der normalen Bremse. Oder, also du hast nur... Aber ist immer noch eine drauf. Ist eine drauf, wenn du richtig... Du kannst natürlich auch die benutzen, du kannst auch komplett so fahren. Allerdings macht es halt keinen Sinn, weil du bist dadurch ineffizient. Ja, ja. Und noch dazu ist es mit der Rekuperation ehrlich gesagt auch besser zu bremsen tatsächlich. Ich sehe aber, da ist trotzdem noch ein Getriebe drin mit Gängen, du musst schalten. Das ist ein Showcar. Da war, also in der allerersten Saison, als wir noch Einheitsautos hatten, haben wir 5 Gänge gehabt. Haben wir jetzt aber nicht mehr. Also jetzt wird da nicht mehr geschalten. Jetzt werden die Pedals, die sind zwar dran, die werden aber für Bremsbalanceverstellung beispielsweise benutzt. Du ziehst dann und gehst Bremsbalance vor und zurück. Und alles, was du einstellen kannst, kannst aber wirklich nur du einstellen und nicht Teamchef vom Rechner aus. Kannst nur du einstellen. Genau, der vom Rechner stellt dir halt die Settings ein, der sagt, okay, möchtest du auf dem Knopf das haben? Ja, klar. Du musst alles belegen, du besprichst quasi, du beim Testen überlegst du dir, was macht Sinn, wie möchte ich die Knöpfe haben, welche Mappings funktionieren, welche Tools wollen wir eigentlich haben im Auto. Das ist ja mega komplex. Also ich würde sagen, heutzutage gewinnst du die Meisterschaft über die Software. Weil die Motoren sind alle super effizient auf einem ähnlichen Niveau. Autos sind sowieso einheitlich. Sprich, wenn du die Software richtig im Griff hast und da on point bist. Wie hat die Formel E dir vom Spaßfaktor her Spaß gemacht? Wie würdest du das so sagen? War schon ein hohes Niveau, weil es anspruchsvoll zu fahren ist? Also ich sag mal, man muss das, glaube ich, differenziert betrachten. Wenn du mit dem Auto auf den Nürburgring gehst, würdest du sagen, ist absolute Scheiße. Mhm. Definitiv. Macht keinen Spaß, weil hat zu wenig Leistung, ist dafür nicht ausgelegt. Ja, ja. Für die Stadtkurse, wo wir gefahren sind, war das aber mega. Mhm. Weil das Ding war cool zu fahren, es war irgendwie bissig, es war nicht leicht zu fahren, du hast keinerlei Fahrhilfen, du hast kein ABS, du hast gar nichts. Du musst alles selber machen, du hast ordentlich Drehmoment, das Ding schiebt ordentlich nach vorne und dann macht es echt Bock. Und auch dieses in der Stadt fahren, du hast Zuschauer da direkt, diesen Charme, den das hat, ist schon für mich etwas, ich fand's mega. Ich fand's wirklich geil, weil die Atmosphäre ganz andere war. Und das Auspuffgeräusch fehlt, hat man wahrscheinlich recht schnell vergessen. Ne? Du vergisst es. Es ist alles, man ist trainiert auf das. Natürlich, am Anfang fehlt dir das. Ja. Aber irgendwann
gewöhnst du dich an den Sound. Es ist auch nicht geräuschlos, muss man dazu sagen. Also die sind noch verhältnismäßig laut übers Getriebe und alles. Differential, das macht Geräusche. Ja. Aber man vermisst das nicht. Und ja, ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Selbst mit solchen Reifen kriegt man das dann hin, dass sie schnell werden, die Autos? Die werden viel schneller. Also wenn du Slicks drauf machst, sind die viel schneller. Mhm. Natürlich. Aber also schnell sein ist ja immer eine Relation. Der Zuschauer sieht keinen Unterschied. Ja. Ob ich jetzt 3 Sekunden schneller fahre pro Runde oder nicht, sieht ja, klar, nee, sieht er nicht. Aber wenn ich dadurch besser überholen kann, mehr Fehler mache vielleicht, ja, in den meisten Fällen, dann ist es halt viel cooler, ist viel mehr Entertainment. Und am Ende des Tages auch sowas, dass die Dinger fliegen mit 350 da rum und es ist unfassbar, wenn du drin sitzt. Aber im Fernsehen kommt es rüber? Nee. Ob die zwar 300 oder 350 fahren, macht keinen Unterschied. Ist so ein, erinnert mich ein bisschen daran, wenn wir mal so den einen oder anderen Urlaub zum Beispiel mal nach Bulgarien gemacht haben, da gibt es immer an der Promenade gibt es so Eis-Go-Kart-Fahren. Ja. Weißt du, da ist irgendwie, du hast so Hartkunststoffreifen und dann guckt da überall so Plastikdinger aus dem Boden raus und das Ding fährt eigentlich auch null. Ja. Du bist nur am Driften und nur am Durchdrehen und so weiter. Aber geil ist es. Genau, ist vom Fun-Faktor her gleich 10-mal höher, als wenn du jetzt auf einem normalen Kartbahn fährst. Das ist genau der Punkt. Am Ende geht es nicht darum, und ob ein Auto schwer oder leicht zu fahren ist, hat auch nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Mhm. Aber ist schon krass filigran, leichtbaumäßig alles gebaut. Wenn man hier so sich die ganze Achsaufhängung anguckt, das ist schon wirklich hier die Lenkung. Ja, ist alles natürlich Leichtbau, die ganzen Bodyparts sind alle aus Carbon. Also ich würde behaupten, so eine Bremsscheibe, die wiegt hier wahrscheinlich 3 Kilo oder so. Aber das nenne ich mal, hier haben wir etliche Male drüber diskutiert, also nicht drüber diskutiert, die Leute haben drüber diskutiert über eine schwimmende Bremsscheibe. Hier ist tatsächlich mal eine richtige schwimmende Bremsscheibe drin. Ja, wie gesagt, ist ein Showcar, würde ich jetzt mal aufpassen. Aber das Ding ist auch, bei den Autos war es tatsächlich so, die haben ja Carbonbremsen. Ist aber gar nicht so, also ist eigentlich ein Blödsinn, weil du nicht so viel bremst und du kriegst ja eigentlich gar nicht so konstant in das Temperaturfenster rein. Also eine Stahlbremse würde eigentlich mehr Sinn machen. Andererseits macht es auch wieder schwer und dann passieren halt wieder Sachen. Ne? Was ist so V-Max, was du da während des Rennens immer mitgefahren bist? 2,30. 2,30. Wie gesagt, aber es ist natürlich auch darauf ausgelegt, weil du kleine Stadtkurse hast. Ne? Also muss man dazu. So, was haben wir da drüber? Nix. Geheim. Nix. Das ist die geheime Autos hier. Also, ja, ist eigentlich nicht so schwer zu erraten. Ich glaube, es ist ein BMW, ne? Ja, wir haben uns für BMW entschieden und genau. Das ist es. Richtig. Aber die Halle ist eine 1. Die ist krass, ne? Ja. Das heißt, wenn hier jetzt normaler Arbeitstag ist, ist hier richtig. Sind hier die Leute, also ist natürlich saisonal bedingt, muss man sagen. Ne? Jetzt gerade ist natürlich Motorsport alles on hold. Mhm. Da ist jetzt hier nicht Ramazamba, aber wenn natürlich richtig Action ist, dann sind hier die Autos, werden zerlegt, werden vorbereitet, wird gemacht. Pitstop-Training noch zu DTM-Zeiten, da gibt es einen Pitstop-Dummy da hinten. Da wird jeden Tag wird trainiert, die Mechaniker üben das jeden Tag, um perfekte Boxenstops zu machen. Von den Mechanikern sind aber nicht alle Mechaniker mal mit auf dem Rennen noch. Also es gibt quasi einmal eine Crew vor Ort. Die meisten sind mit dabei, aber nicht alle. Es gibt auch Leute, die sind nur hier. Teile werden zum Teil repariert, wir haben einen Carbon-Workshop da hinten noch, da werden Teile repariert, wir haben einen Getrieberaum, die Getriebe werden zerlegt in DTM. Also. Carbon-Workshop, das ist bestimmt da, wo meine Karosse gerade hinten. Ja, da brauchen wir, ich baue den gerade nach. Das sind auch DTM-Taxi, also so 2 Sitzer, ne, wo man dann, also bin ich auch oft gefahren, das ist ganz geil, da nimmt man halt Gäste mit und die drehen halt durch, weil sie mal so ein bisschen das Feeling bekommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und hier, die Löcher sind da, weil jetzt hier Hebebühnen reinkommen, weil wir ich darf nicht zu viel sagen, aber ein neues Auto, Straßenfahrzeug quasi jetzt halt geplant haben und es wird hier aufgebaut. Das soll so. Kriegt jetzt hier den Spot und deswegen brauchen wir Hebebühnen. Aber einmalig, oder? Jetzt erstmal nur solange erstmal die eigentliche Rennsaison nicht gibt. Nee, also die, davon gibt es nicht so viele Stückzahlen, die bauen wir alle hier. Krass, okay. Und auch mit dem Motorsport-Team? Teils, okay. Das ist ja auch cool, da kannst du da in der Mitte die Bremsbalance, so über so ein Drehrädchen. An dem Rädchen, ja genau, das sieht man auf den Onboard, da drehen die dann so und verstellen die Bremsbalance, ja. Ich dachte erst, es wären in der Mitte so 2 Schaltwippen, ne? Weil es sieht aus wie Schaltwippen, wie er so steht, aber steht Front und Rear drauf, das heißt, die können so die Bremsbalance verstellen. Ne? Ja, so, jetzt haben wir hier noch einen so einen richtigen Exoten. Das ist unser neuestes Projekt, sag ich mal. Ne? Das ist Xtreme E, heißt das. Das ist rein elektrisches Rallye-Fahrzeug, mit dem dann ja auch so ein bisschen auf der ganzen Welt, also so in Saudi-Arabien, im Senegal, Argentinien, Grönland und so weiter, werden da Rennen gefahren, so ein Rallycross-Style. Ganz neu, da sind, weiß ich, Teams von Hamilton hat zum Beispiel ein Team, Rosberg hat ein Team, Andretti, Ganassi, also schon einige namhafte Leute und da treten wir mit an. Ne? Das heißt, da sind da mehr so Sprintrennen? Es sind Sprintrennen, ja, genau. Das ist voll. Ist voll elektrisch, ja. 200 kW Motor auf der Vorderachse. Mhm. Hier hinten kann man es auch ganz gut sehen. Und mal ein bisschen Technik, du bist schon maximal Technik sehen. Kann ich ein bisschen Technik zeigen. So, hier sieht man es. Also richtig. Hier ist er offen, da sieht man, dass die Abdeckung, die normalerweise da drauf kommt. Mhm. Das ist der E-Motor, der jetzt hier ist. Das ist der gleiche vorne wie hinten. 200 kW eben.
Inverter, hier unten haben wir das Differential dann sitzen. Mhm. Das da vorne ist die Batterie, also dieser Carbon Case, dieser fette. Das ist eine 54 Kilowattstunden Batterie und das hier ist die Batteriekühlung. Das Ding ist bei dem Auto, das ist nicht, also die Batterie wird nicht über Flüssigkeit gekühlt, wie jetzt zum Beispiel in der Formel E, sondern nur über Luft, was aber eigentlich ein Schwachsinn ist, weil beim Fahren kommt da keine Luft hin. Mhm. Sprich, diese Batterie, wenn du einfach mit dem Auto unendlich fahren würdest, die überhitzt und Feierabend. Sprich, die wird nur beim Laden, wenn das Ding zurück in der Box ist, wird die gekühlt über spezielles Gebläse hin. Also wirklich auf diese kurzen Spritrennen genauso ausgelegt. Genau. Ja. Okay, aber 200 kW jeweils, 400 kW. Das ist natürlich für einen Elektromotor auch schon. Ja, ist okay. Ich finde, es könnte schon noch ein bisschen mehr sein, aber es ist halt am Anfang. Das Ding ist immer bei so einer Serie, du musst mit was anfangen. Ne? Bei der Formel E war es das Gleiche. Wir haben in der Formel E mit 150 kW angefangen und sind jetzt bei 250 und das entwickelt sich halt einfach. Ne? Aber was meine Zuschauer auf jeden Fall feiern werden, ist dieses Voll-Billet-Diff mit Antrieb vom Elektromotor. Einfach mal aus dem Voll gefräst, das ganze Ding. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut sehen hier. So muss das aussehen. Das ist dann aber auch, ist aber nicht hier bei euch hausintern gefertigt? Nee, das ist alles, also das ganze Auto, es wird mal hier zusammengebaut, aber alle Teile werden geliefert. Also Batterie macht beispielsweise Williams, Motoren werden auch von einem speziellen Zulieferer geschickt. Also das ist alles einheitlich, auch Federn. Du kannst nicht mehr viel machen, du kannst ein bisschen Spur machen, ein bisschen Sturz. Du kannst sagen, ich will eine weiche, eine mittlere oder harte Feder, that's it. Also da ist wirklich, die wollen da nicht viel Schnickschnack. Sondern und fahren und gewinnen. Mit welcher Absicht betreibt ihr dann diesen Rennsport? Also was ist das Ziel dahinter? Einfach nur mit dabei sein? Nö, Spaß. Eigentlich das Ziel ist immer gewinnen. Ne? Ja. Aber ich meine, das Ding ist halt, der Motorsport wandelt sich so krass. Und wir haben jetzt die DTM halt über Jahre gemacht. Die ist ja jetzt in der Form, gibt's ja nicht mehr. Also diese DTM-Autos, die du siehst, die gibt es nicht mehr. Am nächsten Jahr sind das GT3-Autos. Da haben wir uns auch wieder eingeschrieben. Aber Motorsport an sich wandelt sich halt sehr stark. Mhm. Und Motorsport lebt halt auch von, sag ich mal, Sponsoren und Zukunftstechnologie auch, ne? Weil jemand kein Geld in einen V10 steckt groß oder sonst irgendwas, das ist halt leider die Realität und jetzt kommt eine neue Serie, wo viele Leute das irgendwie spannend finden und wir als Motorsportteam irgendwie unsere Kompetenz einbringen können. Wir haben auch Mitarbeiter hier, wenn jetzt so ein DTM sagt, wir machen nicht mehr weiter, dann hast du entweder die Option zu sagen, okay Leute, tut uns leid, jetzt habt ihr keine Jobs mehr, aber das ist halt nicht so, wie wir das machen wollen, sondern wir versuchen halt dann neue Projekte an Land zu ziehen und auch hier das, sag ich mal, die Heritage auch weiterleben zu lassen, ne? In welcher Form auch immer. Aber das heißt, man kann schon sagen, dass das Ganze von den Sponsoren finanziert wird und nicht von den eigentlichen Siegen. Oder ist das so? Vom Siegen kriegst du gar nichts. Gar nichts. Händedruck und okay. Kannst ein Foto machen. Flasche Shampoos. So, also kommt darauf an, es gibt schon Serien, wo es Preisgeld gibt. In der Folge gibt es Preisgeld, aber ist zum Beispiel jetzt nicht wirklich relevant für die Teams. Aber man darf immer nicht vergessen, wenn es nicht so Firmen wie euch geben würde, die genau sowas machen, würde es halt gar keinen Motorsport mehr geben. Dann gibt es irgendwann gar nichts mehr. Ja, das ist halt, ich meine, klar, man kann, wird mit Sicherheit auch jetzt in den Kommentaren wahrscheinlich so sein, dass Leute sagen, hey, Elektroscheiß, wie auch immer. Aber du kannst entweder dich allem verwehren und zuschauen, wie das Schiff untergeht. Oder Dinge ausprobieren und offen sein. Ja, das kann ja auch sein, dass es cool ist. Kann auch sein, dass es nicht cool ist. Ja. Aber wer es nicht probiert, der hat schon verloren, so ungefähr. Ne? Ja. Und ich finde halt einfach wichtig, dass man Dinge ausprobiert. Und, ja. Wir haben damals die Formel E gemacht, da hat jeder gesagt, was ein Schwachsinn, dass ihr das macht. Und Jahre später waren da 8 Hersteller drin, jeder wollte dabei sein. Audi hat uns das Team abgekauft und es war für uns definitiv ein sehr großer Erfolg, da das Risiko einzugehen auch. Eine Sache muss ich euch nochmal zeigen. Guckt euch mal an, was alleine an Sensorik hier nur hinten ans Rad geht. Ja, schon das paar ist Dinge. Motorsport, mein Freund. Ja. Das ist noch nicht mal viel, aber normalerweise krass. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir Daten auswerten, was da alles gecheckt wird, was da. Ich meine, im Motorsportteam in der Formel E, bei dem Testtag am Ende, da waren für ein Auto waren allein irgendwie 30 Ingenieure im LKW gehockt und haben Daten ausgewertet. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist schon. Und das in der Klasse, sage ich jetzt mal. In der Klasse, dann kannst du Formel 1 vorstellen, was das bedeutet. Mhm. 400 kW. Aber das ist dann hier mit dem Federbein, sieht man auch, das ist richtig mit Springen volles Programm, ne? Komplett. Ja. Alles, ja. Die haben Jumps, die haben Offroad, die haben Steine, das muss richtig scheppern. Muss richtig scheppern, ja. Wie ist das vom Unterfahrsturz? Geht ja so noch. Eine dicke Aluplatte. Kannst du auch drunter legen, da ist genug Platz. Und sauber ist auch. Sauber ist auch. Auch witziges Gewebe. Das muss irgendwie. So auch noch nicht gesehen. So ein bisschen was von Kevlar irgendwie. Mhm. Frieda. Krass. Ja, irgendjemand hat das Ding Frieda genannt. Frag mich nicht, wieso. Aber jetzt heißt es so. Schick, schick, schick. Er sieht so ein bisschen aus. Alter, was der für eine Spurbreite hat, ne? Das sieht man ja jetzt. Aber 2,40 Meter breit. Ich wollte gerade sagen, das passt doch kein Anhänger normalerweise nicht. 2,40 Meter breit, 4,40 Meter lang und 1,90 Meter hoch.
Heftig. Ist schon ein Gerät. Krass. Tja, ich würde sagen, das war die Motorsportabteilung. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, haben eigentlich alles geschafft. Haben wir soweit alles, ja. Was war zumindest das, was wir aktuell umsetzen können. Grad, ja. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Hat Spaß sehr gemacht. Sehr gerne, ja. Immer wieder gern. Sommer gehen wir mal. Auf Gas jeden Fall, ich wollte gerade sagen, kommt vorbei, ihr müsst euch das auf jeden Fall auch angucken. Ja, ist schwierig. Aktuell schwierig, kommt bitte aktuell nicht vorbei. Aber es wird ja auch wieder bessere Zeiten geben, aber ist schon wirklich, wirklich, wirklich groß. Ja. Weil das ist schon, schon richtig Motorsport, ne? Das ist richtig Motorsport, ja. So, ich würde sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und mal gucken, was wir jetzt noch so machen. Ciao.